Meine Damen und Herren, liebe Botschafterinnen und Botschafter, jetzt geben wir mal richtig Gas, damit ihr nachher noch genug Zeit habt, euch zu verbinden, ein bisschen zu quatschen, den Sinn zu finden. Du willst unbedingt Rugger machen. Das ist auch viel zu schnell. Wir haben so viel gesehen, so einfach kann das gehen. Man macht da ehrenamtlich was und es sieht geschehen. Ich meine, man sieht, wie es da wieder funktioniert. Und so haben wir dann für gute Zwecke 1 Million kassiert. Und das liegt dann nur an euch, 10 Jahre mich enttäuscht. Deswegen dachte man, macht mal gerade was für euch. Ein bisschen wie, und was du da noch siehst, ist wie der Flyer aus dem Jahr 2005 da nochmal liegt. Und das war wohl auch noch eine Klasse, die Klasse sich noch mit einbringt. Also dachte ich, Alter, wir wollen nicht lange langweilen. Bringen euch auf die Beats von Films noch Freestyles, denn wollen euch auch die nächsten 20 Jahre noch mit einstimmen. Mitmachen, Ehrensache, ich frag, ob das taugt. Wenn ja, dann mach mal auf, dann seid mal richtig laut. Okay. Ja. Wunderbar, ihr seid da, was kommt. Ich hab die Bock, nachher noch ein bisschen was zu trinken, ein bisschen zu quatschen, sich kennenzulernen. Okay, spielt noch ein bisschen was dazu. Aha, jetzt haben wir noch ein bisschen Jazz, oh verdammt, man merkt, dass das gut für das Gewissen war. Jeder hat gern Hilfe von dem Gegenüber, doch meistens ignoriert man sich und von wegen ja drüber. Könnte man wieder reden, aber nein, das bringt nichts, nee, ganz, ganz bestimmt nicht. Deswegen meinte ja, der Junge spinnt nicht, gebe euch einen Tipp, ja, es gibt doch gar nichts Gutes, wie der Herr schon sagte. Außer, man tut es, ihr wisst, was ich meine, jetzt steigt ihr nicht mit ein, du haust mich aus dem Reim. Ich hab keinen Bock auf diesen Jazz, jetzt mach mal langsam. Für Ansatz. Ich wollte doch, dass man das Ganze dann nochmal versteht, denn wir werden uns jetzt da unten eben beim Essen und beim Trank noch einmal begegnen. Da können wir dann reden mit denen, die eben im Arbeitsleben schon stehen und eventuell auch andere Perspektiven der gleichen Sache noch sehen. Die können dann sprechen über Ideen, die man da noch hat. Weshalb man das als Botschafter im Ehrenamt behaglich nochmal so macht. Man fragt sich, och, ja, ich wär gern Schlosser, Hossa, ich mach das mal. Für ein paar Tage verdiene Geld dabei und dann spende ich das. Das ist klar. Das ist eine tolle Idee, für die nicht. Und das seid ihr. Das wird nochmal ein Alarm für euch. Weil ich würde sagen, wir spielen jetzt einfach ein bisschen weiter und ich erlaube mir, euch schon zu erlauben, zu verschwinden. Wir spielen also sozusagen jetzt die gemütliche Marschrunde zum Getränkebar, wo wir dann nochmal von Angesicht an Angesicht waschen können. Macht's euch bequem, da unten, der Philipp macht noch ein bisschen Rugger-Beats dazu. Ich werde so lange sprechen, bis ihr alle weg seid. Und dann können wir uns gut kennenlernen. Also, kommt bitte. Ehrensache, verdammt, das taugt 10 Jahre. Es gibt so viele, die man das ja gar nicht glaubt. Job für den guten Zweck, du gehst jetzt schon mal weg, damit man da unten wahrscheinlich ja nochmal mit besteckt. Bisschen was isst, bisschen was trinkt, sich jede später vielleicht auch.